Okay, hier sind wir wieder bei der Stuttgart Open 2010 auf dem Center Court hier im schönen Sportcafé Carambolage in der Rotebühlstraße. Und ihr wisst es bereits, im Herzen von Stuttgart. Und wir sind jetzt down, we are down to the last four, würde man im Englischen sagen. Also es sind nur noch vier Spieler übrig in unserem Turnier. Die zwei Halbfinals und wir mussten ein Halbfinale davon auswählen für euch. Und zwar haben wir ausgewählt das Finale, Halbfinale Dominik Jentsch gegen Christian Reimering. Und auf der anderen Seite haben wir das gleichzeitig, das Halbfinale zwischen Benjamin Heimerer und Christian Maxeiner aus dem Taunus. Und ja, wir haben glaube ich schon ausgestoßen, wer hier das Anstoßrecht hat. Es ist auch angerichtet. Ich frage mich nur, warum noch nicht derjenige, der hier gewonnen hat. Ich glaube, jawohl, Dominik Jentsch hat jetzt das Anstoßrecht. Tisch ist freigegeben. Und dann wollen wir gleich mal einen Blick werfen auf sein Break hier. Ich habe schon einige Überraschungen hier im Turnier. Nichts gefallen, 3, 6, 9, 10, nichts gefallen und damit erste Aktionsmöglichkeit hier für Christian Reimering mit der 1, 2 liegt auch so, dass man direkt auf Position spielen kann, braucht allerdings einen Winkel, um rüber zur 3 zu kommen. Hier nochmal die Wiederholung, zu weit außen getroffen, also letztlich ein kleiner Fehler bei der Kontrolle der Weißen. Von Dominik Jentsch. Und Spitzname könnte man demnächst in Dominator hier umwandeln, so wie er in dem Viertelfinale mit Bravour 8:2 gegen den Weltstar hier Thorsten Hohmann gewonnen hatte. Auf der anderen Seite jetzt Christian Reimering, der auch schon hohe Siege hier für sich verzeichnen konnte. Genauso wie er 8:5 auch gegen Valery Kulejans gewonnen hat, hat er weiter mit Siegen gegen Tim Görgen seine Reise fortgesetzt hier in das Halbfinale. Und die 2, die 1 hat er offensichtlich verschossen, habe ich gar nicht mitgekriegt. Damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet, dass er hier die 1 verschießt. Aber ich hätte direkt mal wieder was verpasst. Aber sie liegt noch einigermaßen safe, also nur so eine kleine Mini-Antwort von Dominik Jentsch. Viel mehr konnte man da wohl auch nicht machen. Was jetzt die Frage aufwirft, was Christian macht. Ich weiß nicht, ob er die so spielen kann. Ganz dünn, die 1, dass er an der 10 vorbeikommt. Die 1 hinter der 10 lässt und die Weiße möglichst in die ganz andere Tischhälfte laufen lässt. Ob diese Bahn frei ist. Wahrscheinlich da an der 7 vorbei. Oh, das ist aber knapp. Wahrscheinlich eher genau gegen die 7 oder so. An der 7 vorbei, das ist knapp. Oh, das ist aber knapp. Aber absolut präzise gespielt. Absolut präzise hier von Christian Reimering hier. Und ja. Jumpkö auspacken. Vorbande spielen. Schaut sich hier gerade zwei Vorbanden an. Hier die lange, dann an die kurze. Sagt rechte Kopftasche an. Aber, Entschuldigung, aber selbst wenn er die kriegt, ist wahrscheinlich nur just in case. Aber trotzdem, ich sehe hier, auch wenn er sie verfehlt, nur wenig Resave-Chancen und auch wenn er sie macht, wenig Chancen, eine Position auf die 2 zu bekommen. Und er hat sich auch schon umentschieden und packt das Jumpkö aus. Ich denke, das ist eine weise Entscheidung. Und sagt sie direkt hier in die linke Kopftasche an. Ich
gespannt jetzt, ob er diese Präzision hier schon bringt mit diesem Jump. Wow. Was für ein toller Jump. Mit Hilfe des 10 natürlich hier reingegangen, aber die Position auf die 2 ist mal... Die war natürlich nicht gewährleistet. Da musste man ein bisschen gamblen, würde man sagen. Da hat man ein bisschen spekuliert, ob das gut geht. Das hätte natürlich mit einem Kiss an irgendeine andere Kugel hätte es natürlich auch gut laufen können. Da musste man es drauf ankommen lassen. Und in diesem Fall ist es wohl eher schlecht ausgegangen. Vorbande auf die 2. Eine Vorbande, vielleicht auch 2. Gerade Manuel Ederer vorbeigetigert. Zwei Vorbanden und... Ja, hatte eine gewisse Resave-Chance hier mit den zwei Vorbanden, aber ist nicht so gekommen. Langer gerader Ball für Christian Reimering. Und er checkt jetzt gerade, ob die 310 vorbeigeht. Eine Antwort, die ich euch leider nicht geben kann. Offensichtlich scheint er die Position zu wünschen, die er gerade mit seinem Kö angezeigt hat. Also so einen kleinen Backslide, so einen kleinen Mini-Rückläufer aus dem Schatten der 4 heraus scheint ihm zu genügen. So ist es. Ich gehe davon aus, dass er jetzt die 3 an der 10 vorbeispielen wird. Oder spekuliert er hier vielleicht schon auf eine Carambolage auf die 10? Was ich nicht glaube. Da wäre nämlich noch der Double Kiss und die Präzision an sich, die man braucht hier. Also ist klar deutlich, dass er hier die 3 zu spielen gedenkt. Direkt halten oder zweimal pendeln lassen. Cross über, rüber in die andere Tischhälfte. Oder nein, tief rechts. Und bremsen an der 8, da wollte er wohl eher vorbeikommen. Aber so Bälle, der Press, Fastpress an der Bande... diesem Konter-FW zu spielen. Sehr unangenehm. Machte die Ecktasche auch ziemlich eng da hinten. Von daher wollte er den Stoß natürlich auch nicht überreizen. Und er hatte ja auch noch Position auf die 4. Wenn er die Weiße gemütlich laufen lässt. Also nur hoffen, dass er nicht hinter der 6 liegen bleibt. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Aus dem Schatten der 6 heraus. Perfekte Position auf die 5. Irgendwie traut sich keiner mehr hier rein in meine Kommentatoren-Lounge hier ein bisschen was zu kommentieren. Wir sind alle ganz da vorne direkt am Tisch und schauen sich das aus nächster Nähe an. Reimering hier akkurat Ball um Ball sich nach vorne arbeitet. Kleiner Titsch an der 9, was dafür sorgt, dass die 7 nicht allzu gerade ist und er die Weiße dadurch wieder kurz rauf und runter laufen lassen muss. Rauf und hier kommt sie wieder runter, zurück. Könnte genauso gut auch sagen runter, rauf, aber wer sagt das schon? Und damit Position für die 8. Auch nicht der perfekte Wohlfühlwinkel, von daher die 8 selbst ist noch nicht gefährdet, aber er muss sich entscheiden, auf welche Art er jetzt Position spielen möchte. Wahrscheinlich tief links über kurze Bande, lange Bande, zurück in die Mitte vom Tisch. Lange Bande, kurze Bande, lange Bande, laufen lassen. Andere Variante, und sich nur konsequent entscheiden. Und hier Spielball zum ersten Spiel für Christian Reimering. Manuel läuft wieder an mir vorbei hier. Willst du ein bisschen co-kommentieren später? Okay. Und hier das 1:0 für Christian Reimering gegen Dominik Jentsch.
Ja, wenn wir über die beiden Kontrahenten hier reden, Dominik Jentsch, Christian Reimering, beide haben einen fulminanten Weg hier hingelegt in dieses Halbfinale. Schauen wir erstmal im Weg hier von Dominik Jentsch. Da hat er zunächst mal Bernhard Kuckertz hinter sich gelassen. 8:3, dann hat er Sven Bindrich hinter sich gelassen. 8:1. Schließlich gegen Thorsten Hohmann 8:2, um jetzt hier gegen Christian Reimering hier im Halbfinale anzutreten. Und Christian Reimering selbst 8:6 hier gegen Holger Gries in der ersten Runde der letzten 32, wo er 6:4 hinten lag und dann tatsächlich den ganzen Satz ausmacht. Spektakulär. Dann 8:5 gegen Valery Kulujans. Und schließlich hier ein Sieg gegen Tim Görgen, der hier jetzt Christian Reimering zum Break gebracht hat, wo er auch gleich mal bei Gelegenheit die Weiße in die Mitteltasche senkt. Und die 8 hinterher und die 2 und die 3. Sodass nur noch wenig Arbeit übrig bleibt hier für Dominik Jentsch mit 7 verbleibenden Kugeln und Ball in Hand. Sieht das. Wird das eventuell ein, naja, schöner Sonntagnachmittagsspaziergang mit der Weißen hier über die blaue Fläche. Ganz so leicht wird es natürlich nicht sein. Schließlich muss er von Ball zu Ball, Position zu Position, seine Konzentration und alles, was er hat, behalten, um hier seinen Weg, auch wenn es ein Standardweg ist, sich da durchzuflügen. Sehr schöne Position auf die 4. Nicht zu wenig Winkel, dass er Probleme hätte rüberzukommen. Nicht zu viel Winkel, dass er Probleme hätte, die 4 zu lochen. Perfekter Winkel, um sie zu lochen und rüberzukommen zur 5 auf der anderen Seite. Hier eher ein bisschen zu viel Winkel auf die 5, aber immer noch im einigermaßen Wohlfühlbereich. Einfach dünn reinschneiden, weiße pendeln lassen, zweimal. Um wieder eine Position in der Nähe vom Center, da wo die Weiße etwa jetzt liegt, wieder zu bekommen auf die 6. Oh, oh, oh! Da hätte er beinahe einen kleinen Unfall gebaut hier mit der weißen Kugel, die ihm beinahe in die Mitteltasche abgegangen ist. Doch was wollen wir weiter zu unserem Match sagen hier? Welche zwei Arten hier von Kontrahenten haben wir? Mal schauen wir uns erstmal hier den weiteren Weg an. Wunderbar, sehr präzise Dominik Jentsch. Jetzt kann er die 7 einfach in die Mitteltasche reinkullern lassen. Ein bisschen mehr kullern vielleicht, aber auch so alles noch im Wohlfühlbereich. Auch jetzt einfach Weiße laufen lassen für eine Position auf die 10 und Spielball für Dominik Jentsch zum 1:1. Ja, was haben wir hier für zwei Kontrahenten, bei denen es jetzt schon 1:1 steht in unserem Satz auf 8 Gewinnspiele in unserem Halbfinale der Stuttgart Open. Einerseits Christian Reimering, routinierter Spieler, schon in den Mitte der 80er Jahre angefangen zu spielen, auf sich aufmerksam gemacht, Ende der 80er Jahre, ich glaube 88, 89 das erste Mal, habe ich ihn auch zum ersten Mal getroffen bei den Leverkusener Stadtmeisterschaften damals, das ist schon 22 Jahre oder 21 Jahre her und seitdem Leverkusen weitergespielt.